Leute, was geht? Heute reagieren wir auf ein neues Video von Leon Mascher. Wir haben ja die Teile vorher gesehen von Marvin, wie die halt YouTuber exposed haben oder Influencer. Leon hatten sie auch exposed, so dachte ganz YouTube. Ich hatte auf das dritte Video nicht reagiert gehabt, weil der Chat mich gespoilert hatte, wie teuer die Placements waren. Ich find's sehr witzig, Digga. Bevor ich schon auf das Video reagiere, kann ich nur eine Sache sagen. Er wird totgehatet davor, aufgrund seiner Fake-Pranks. Ich glaube auch nicht, dass er sich wieder so zurückerkämpfen kann mit Videos so. Aber kaum macht er einen Move, dass er zeigt, ey, ich habe einen YouTuber hochgenommen. Also das muss ja so sein. Werden wir jetzt sehen, was passiert ist so. Anscheinend war alles geplant, keine Ahnung. Hat der wieder 100.000 Likes auf ein Video bekommen, ne? Und schon sind wieder 80 YouTuber hier am Arm schütteln. Ich bin gespannt, was hat er gemacht? Lehnt euch zurück, meine Damen und Herren. Wir sind bei Mois Albi Schleim, ihr kennt ihn. Oder hat Alim auch ein Video darüber gemacht und sich über Leo lustig gemacht? Da bin ich mir nicht sicher. Hallo Leute, da bin ich wieder. Influencer sind ja gerade die Popstars unserer Zeit. Guck mal, ich sag euch offiziell, ich habe jetzt schon unterbrochen, das Video geht 23 Minuten, es könnte ein sehr langes Video werden, deswegen lehnt euch zurück und bitte unterlasst die Kommentare mit, oh, wie lange ist das Video? Guckt das Video alleine, das ist eine Reaktion, deswegen werde ich auch viel stoppen. Ich mag Leon nicht, persönlich null, ich würde auch mit ihm niemals befreundet sein wollen und so, aber dass er sich gerade über Marvin lustig macht, finde ich witzig, weil ich habe mich über Marvin auch die ganze Zeit lustig gemacht. Egal, was für einen guten Content er macht, so, das ist cringe für mich. Allein, genauso fühle ich mich auch, genauso sollte Marvin verarscht werden. So, was das, diese Sanke erst bei ProSieben? Ja, und dann habe ich so gemacht. Ja, aber zum Glück habe ich da Gleitcreme reingetan. Was das dann? Mach deinen Job und fertig. Was ist diese Moderation? Richtig cringe, Bruder. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die für irgendeinen Schund oder Schmutz auf Instagram Werbung machen. Und ziemlich genau das wollte ich mal testen. Und deswegen habe ich mit meinem ganzen Team eine eigene Creme erfunden. Und jetzt brauche ich nur noch einen passenden Influencer, der für alles bereit ist. Seh zu, dass du einen Abflug machst, Junge. Aramba, zamba, wataki. Oh, lass mich nur meine stichsichere Weste anziehen und dann bin ich hier weg, Mensch. Ja, so auch, ich fand dich auch cringe. Mensch, ins Kinder. Hasta la vista, Digga. Yo, was geht ab? Mein Name ist Leon Mascher und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, es ist viel passiert in letzter Zeit, aber ist es wirklich so, wie es scheint? Gehen wir nochmal zurück zum Anfang und gucken, wie alles begann. So, vor einigen Monaten ging das los. Da habe ich die erste Anfrage von der Agentur per Mail bekommen. Da haben wir leider keine Einigung gefunden, weil die dann gesagt haben, ja, wir wollen Leon auf Instagram Story, aber das war dann halt zu teuer. Deswegen ist man dann irgendwie auf Snapchat gekommen, dass man dann gesagt hat, auch. Darf ich kurz was zu dem Teuer-Thema sagen? Ganz kurz. Darf ich? Wollt ihr kurz was wissen zu den Preisen und so? Digga, ich finde es schon sehr dreist von Instagrammern oder von YouTubern, die jetzt zum Beispiel auf Instagram 1 Million Follower haben, aber deren Follower tot sind, Bro. Leute, die jetzt zum Beispiel 500.000, 600.000, 700.000 Abos haben, die geben den Leuten immer noch dieselben Preise, was Posting und sowas angeht, ne? Und viele Firmen sind halt immer noch dumm. So, Digga, er hat zum Beispiel, ich glaube, 1 Million Follower auf Insta, oder? Er macht aber trotzdem weniger Likes als aktive YouTuber. Er kann keine 20, 30, 40 Mille eigentlich mehr verlangen. Wer das zahlt, ist dumm, weil sein Post bringt gar nichts. Die Follower sind tot. Sind tot. Die Follower bringen nichts. Weißt du, ich meine? Man sieht auch, dass viele kaufen. Wisst du, ich meine? Ich will das jetzt ihm nicht vorwerfen. Er hatte einen bösen Hype gehabt vor Jahren durch die Pranks und so weiter. Okay? Auch wenn die gestellt waren. Er hatte ja trotzdem einen Hype gehabt. Aber die Leute können halt ihre Follower nicht mehr rechtfertigen oder die Preise. Die sind tot. Die posten ein Bild, Bruder. Nur abgehoben oder so. Mich Insta, ich bin Insta sowieso tot. Ich poste fast nie was. Aber wenn ich was poste, macht es schon gute Likes. So, wisst du, ich meine? Meine Story gucken sich auch 100.000 Menschen an von 200.000 Followern. Ist schon eine große Nummer, Bruder. Sei ich dir ehrlich, ist schon eine coole Nummer. Dafür kannst du ordentlich Kohle verlangen, aber ich mach's gar nicht. Aber die sind so richtig hängen geblieben, Bruder. Die haben ihre 500.000, 8.000 Follower und sagen, ja, ich will 40 Mille, 50 Mille. Das ist schon cringe, Bruder, was Preis angeht. Da hätte ich auch gerne gewusst, wie viel er für eine Insta-Story nimmt, ne? Okay, passt der Preis, kann man machen für Snapchat. Dann, einige Tage später, ist die Creme angekommen. Und da beginnt die Geschichte. Okay, einmal kurz vorneweg, Leute. Ich weiß, viele denken, ich bin strohdumm. Aber... dachtet ihr wirklich, ich bin so strohdumm? Ich frag mich, wie man darauf reinfallen könnte. Geht das überhaupt? Ein Blick. Wir sind mal ehrlich, Chat. Tun wir mal alle so, ihr seid Influencer und ihr kriegt diese Anfrage. Wärt ihr darauf reingefallen, wenn das Geld stimmt? Ich denke nicht. Das Problem ist, ihr seid halt keine Influencer. Jungs, wenn ihr was rausbringt oder wenn ihr für jemanden wirbt, müsst ihr euch doch schlau machen, was im Briefing steht und was für ein Produkt das ist. Wisst ihr, ich meine? Solange das Geld schmeckt. Das ist eine falsche Einstellung. Wenn ihr auf YouTube oder auf Instagram oder wo auch immer euch eine Reichweite aufgebaut habt, aufgrund der Zuschauer, die euch dahin gebracht haben. Also gehen wir mal von mir aus. Ihr
habe mich zu dem gemacht, was ich bin, oder? Ihr guckt euch täglich meine Videos auf dem zweiten Kanal an. Ihr guckt euch die Vlogs am Samstag an, auf dem Hauptkanal. Ihr guckt euch meine Stories an, ihr liked die Beiträge, ihr kauft meine Klamotten. Ich bin euch doch was schuldig, oder? Ich muss doch authentisch sein. Ich darf euch doch nicht verarschen. Dann würde man nicht, also im Normalfall, nimmst du nicht jede scheiß Werbung an für Geld. So war ich schon immer. Vor einem Jahr habe ich es gemacht, also vor ein paar Jahren habe ich für coole Apps geworben, so. Aber ich hätte auch in meinen schlechten Phasen für Apps Werbung machen können, wie zum Beispiel Raid Shadow Legends. Smile Secret, die haben mir auch 10, 20 Mille geboten. Habe ich auch nicht gemacht, so. Weil ich weiß, dass es nicht Gutes ist. Wisst ihr, ich meine? Und deswegen sollte man sich auch immer im Briefing durchlesen, was ist das? Und Bruder, wenn da Pipi Kaka und so ein Scheiß steht, also ich wäre nicht drauf reingefallen, sag ich euch ehrlich. Aber ich wippe auch nicht für alles. Ich glaube, ich kann mich sowieso nicht mit den anderen Leuten vergleichen. Scheiß drauf, immer weiter. Aufs Etikett hat für mich sofort das Kartenhaus zum Zusammenstürzen gebracht. Wer von euch hat noch nie was von Oran gehört? Ey, das esse ich jeden Tag zum Mittag. Oran mit Bolognese und Pipi Kaka Seedöl. Das meine ich auf der Toilette, sondern das trinke ich. Und mit Asbest, damit putze ich mir jeden Tag die Zähne. Also egal, wie schlau er sich gerade verkaufen will, so. Ich glaube, sein Management hat das rausgefunden, nicht er selbst. Ihm geht's, glaube ich, um die Kohle. Ohne Spaß, Leute. Lesen wir mal das Briefing vor und gucken, was ich sagen sollte. Das ist unglaublich. Betone, dass ein wesentlicher... Ich habe nicht mal einen Manager an meiner Bühne. Das ist ja auch das Witzige. Bestandteil... Wofür brauche ich einen Manager, Bruder? Venezuelanisch... Wofür braucht man einen Manager, der Placements beantwortet, Bruder? Ich küsse eure Herzen. Also, ich nehme wirklich... Nimmt mir das nicht böse, Bruder. Aber ich nehme YouTuber oder Rapper nicht böse... Ich kann sie nicht ernst nehmen, auch wenn ich Freunde habe, die so einen Manager haben und dann sagen, ey, ich lasse meinen Manager so... Dieses Manager ist immer so ein witziges Ding. Immer wenn du zum Beispiel eine Anfrage kriegst oder mit Leuten gut bist, die dir eine Anfrage stellen, ja, mein Manager hat gesagt. Das ist so ein Schutzdenken, das ist so ein Schutzmantel so. Damit du nicht ablehnst. Weißt du, ja, mein Manager sagt nein, Bruder. Weißt du, ich meine? Das ist cringe. Also das, was ein Manager macht, Bruder, ist, dir Placements zu besorgen oder Placements zu beantworten. Bruder, ich kann selber Placements beantworten. Wir sind nicht Ronaldo, dass wir jeden Tag 1000 mehr Apps kriegen. So, such selber aus, guck, was du authentisch bist und mach. Warum soll ich jemanden 30% abdrücken, Bruder, dass er mir ein Placement geklärt hat? Ich küsse eure Herzen. Das ist für mich sowieso dumm. So dumm. Einfach Netz, wenn du bei Netzwerken unterschreibst oder wenn du einen Managervertrag hast, Bruder. Ich bin da, wo ich bin und ich hatte noch nie einen Manager. Wie funktioniert das? Ja. Eigenlob stinkt, glaube ich, oder? Wir machen weiter. Welches Pipi-Kaka-Seed-Öl ist, Bruder. Und dann dachte ich, okay, safe vorbei. Unten das Etikett, das Briefing mit Pipi-Kaka-Seed-Öl. Bruder, war vorbei für mich. Und ich dachte mir, da will mich jemand veräppeln. Mein Gedanke war direkt, da spiele ich doch mit. Pranks, da bin ich dabei, 100%. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Und da ging die Snapchat-Story mal direkt online. So, Freunde, das ist auf jeden Fall die Creme. Die ist so ein bisschen durchsichtig. Das ist die Creme von Skincare. Die benutze ich dann jeden Morgen und ich muss sagen, direkt fresh. Die Haut ist gut befeuchtet und man sieht direkt so fresh aus. Wait a minute. Ist der richtige Clip nicht etwas länger? Schauen wir mal beide Clips an. So, mal schauen, wer mich da pranken will. Auf jeden Fall. Das ist die gute Bruno Banani-Creme, auch durchsichtig. Erstmal hier so ein bisschen auf die... Er ist auf jeden Fall gut gemacht, ne? Er verkauft sich halt sehr gut gerade, also so, dass er schon wusste, was Sache ist und so. Aber wisst ihr, was ich krass finde? Was für mich ein bisschen komisch klingt, ganz kurz, wo ich ein bisschen stutzig bin. Aber das ist nur meine Meinung, okay? Warum hat er das Video nicht schon direkt hochgeladen gehabt am ersten Tag? Warum hat er so lange gewartet, bis die Videos von Marvin kamen, damit der Hype noch größer wird? Oder war das vielleicht auch ein abgekattetes Spiel, dass der Leon wieder sein Image zurückholen kann? Oh, ich habe YouTube gerade hochgenommen. Ich soll zu Ende gucken. Okay, finde ich heraus. Okay, Chat, dankeschön, dass ihr nicht spoilert. Wir machen weiter. Die Spitze, so. Okay, macht Sinn. Gerade Chat, so, wenn mehr Leute reagieren, ist da mehr Hype. Okay, wir machen weiter. Oh, Seifenblasen. Oh, richtiger Make-up-Influencer. Auf jeden Fall, das ist die Creme hier. Okay, und jetzt kommt halt das Video, was öffentlich geht. Mal schauen, wer mich da pranken will, Digga. Pipi Kakara mit Venezuela. Unglaublich. Egal, auf jeden Fall. Okay, jetzt warte. Hydro-Hype. Okay. So, Freunde, das ist auf jeden Fall die Creme. Die ist so ein bisschen durchsichtig. Das ist die Creme von Skincare. Die benutze ich dann jeden Morgen und ich muss sagen, direkt fresh. Okay, das ist schon mal nice gemacht, ne? Das ist schon mal gut gemacht. Das ist auf jeden Fall kein Fake. Er hat es vorher aufgenommen. Aber noch einmal. Ihr sagt, ja, er hat gewartet, bis die ganzen Reaktionen und sowas online kamen. Ich weiß nicht, Digga. Es ist ein gutes Image-Rette-Video. Sag ich euch ganz ehrlich, Digga. Zu perfekt. Wir machen weiter. Da war ein Cut. Okay. Habt ihr gesehen? Sorry, dass ich mich ein bisschen verplappert habe, aber das Video gibt's auch auf jeden Fall. Wobei, du wirst verstehen. Okay, ich hab meine Fresse, wir machen weiter. Umgeschnitten in der Infobox direkt ganz oben, damit 100% auch keine Zweifel offen bleiben, weil es wird noch sehr, sehr interessant in dem Video. Und damit nicht genug, haben wir hier die erste Rechnung bekommen, also von den 50%, von den lieben Herr Pascal K.
ich spreche mal seinen Nachnamen nicht aus, ich weiß nicht, wie bedeckt er bleiben möchte. Aber Pascal K. Auf jeden Fall haben wir diesen Namen dann gegoogelt. Kennt ihr Shahin K.? Und dann sind wir auf WeChiro gekommen, dass er was damit zu tun hat, Mitarbeiter, wie auch immer. Und dann dachte ich, hey, das hat doch was mit Aaron zu tun. Und Aaron hat doch diesen lieben Praktikanten oder Mitarbeiter Marvin. So. Ist einfach. Also eigentlich kennt jeder YouTuber diese WeChiro-Seite. Da kannst du dich mit deinem YouTube-Account oder mit deinem Instagram-Account verknüpfen und dann siehst du Placements. Du fragst dann selber nach an. Du siehst, das WeChiro läuft immer so ab, weil ihr keinen YouTube-Account habt, wahrscheinlich mit ein paar Abos. Ich weiß jetzt nicht. Damals war es so, du brauchst eine bestimmte Anzahl an Abos, dass du dich da registrieren kannst. Also, das läuft immer so ab. Da sind dann Kampagnen, wo steht, guck mal, Produkt X, Produkt Y. Wer bist du? Stell dich vor, wie viel Geld willst du haben? Bababababa. Und das ist eigentlich sehr simpel. Aaron ist, glaube ich, der von... Ach, das gehört Aaron WeChiro? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist jetzt jemand von... Studio 71 gewesen oder Studio 21, wie die hießen. Krass, ich wusste gar nicht. Heftig. Aaron macht auf jeden Fall Geld, der hat Ahnung. Und das hat dann alles, war sehr schlüssig. So, und dann habe ich nochmal auf Instagram geguckt und habe ein süßes Bild von diesen zwei Turteltäubchen gefunden. Pascal K. kann doch sowas nicht machen. Aaron sowieso nicht, WeChiro. Wen kennt man, der solche Pranks macht oder solche Streiche? Das ist der liebe Marvin. Und somit wurde die erste Phase aktiviert. Hören wir uns das mal kurz an. Moin Thomas, ich hoffe bei dir alles gut. Ich wollte nochmal Bescheid geben, dass du mir die fehlenden Streaming-Zahlen ergänzen musst, wie besprochen. Und zwar, ich gebe sie dir nochmal durch. Bei Copacabana waren es 13.118.229. Bei Portofino waren es 1.442.116. Und nochmal bei Copacabana, bei diesem Kaluma-Remix, waren es 919.191. Ich danke dir schon mal, melde dich dann einfach, dann besprechen wir das Ganze. Bis morgen, ciao. Und dann hat der liebe Marvin geschrieben, Sören Bruns, du hast dich im Chat geirrt. Aber nein, das war die erste Phase, mein Lieber. Gut, entschlüsseln wir mal das ganze Wirrwarr hier. Marvin, du Pisser. Okay. Huch, war das etwa eine Botschaft? Aber damit nicht genug. Wir brauchten noch irgendeinen Aufhänger. Irgendwas, damit wir ein bisschen mehr Salz in die Suppe streuen. Und somit kam ich auf folgende Idee. Phase 2. Was geht ab, Bro? Ganz, ganz wichtig, Digga, du weißt, gleich ist das Telefonat. 14.30 Uhr hast du ja den Termin mit denen. Und von Marvin da, den Assistenten oder wer das auch ist, Digga. Du musst auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, Digga, mit der Familie ein bisschen Welle schieben, weißt du? Mit Familie El Egno aus Berlin. Und wir flachsen ihn damit auf jeden Fall. Und Mann, du musst auf jeden Fall richtig Welle machen, Digga. So, dass er sich schon so leicht einscheißt, Digga. Das wird zu lustig, Bro, wenn das klappt. Das ist einfach der liebste Mensch aus meinem Team. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Gespräch in echt aussah. So, Leon, wir gehen in die nächste Phase rüber. Ich glaube, wir haben das Ganze schon... Er sieht aus wie Gurkensohn, ne? Ein bisschen? Jetzt ein bisschen zu... Spitz. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt, wie er auf El Egno reagiert. Ich finde, das kann und wird lustig werden. Mal gucken. Ich rufe den jetzt mal an. Ganz, ganz wichtig. Diese Videos gibt es alle ungeschnitten, ganz oben verlinkt in meiner Infobox. Nicht, dass euch einige Leute hier denken, ich will mogeln oder so. Nein, ungeschnitten. Da seht ihr das, wie wir die Leute Step by Step geprankt haben. Hallo Senat, grüß dich. Hi, servus, hi. Ich wollte das Gespräch auch ehrlich gesagt kurz fassen. Es geht darum, dass ich nicht verstehe langsam, wie das Ganze abläuft und welche Richtung das Ganze nimmt. Mhm. Ich glaube, wir haben mit Leon Abänderungen gemacht, wir haben mehr gepostet, als das soll und dauernd kommen irgendwelche komischen Verbesserungen, wo ich mir denke, wohin das Ganze jetzt führen soll, weil ich finde das krass, dass ihr sagt, ihr zahlt was, dann kommt das Geld nicht an. Dann, wieso kam das Geld nicht an? Das weiß ich nicht. Und ich verstehe nicht, was das Ziel jetzt an dem Ganzen sein soll. Naja, die grundsätzliche Thematik, die halt für uns und auch für den Kunden schwierig ist, ist, dass ihr das Briefing lange genug vorher hattet und sich am Content daran nicht gehalten wurde. Dann haben wir euch oder sind wir euch entgegengekommen, indem wir gesagt haben, okay, das Seed Oil, das muss man da jetzt nicht unbedingt nennen, wenn ihnen das Ja, klar, ich verstehe schon, alles gut, aber das ist keine Art, also ich... Ich glaube langsam, dass ich hier mit Betrügern zu tun habe, weil so geht das nicht weiter. Also ich habe wirklich langsam die Schnauze voll. Das wird mir echt zu viel. Dauernd irgendwelche Verbesserungen. Wir geben Verbesserungen, wir posten viel und dann kriegt man nicht mal das Geld. Also ich weiß nicht. Ich möchte erstmal das Geld haben, dass es erstmal da ist. Oder können wir weiterreden, weil sonst müssen wir uns das Geld selber holen. Irgendwie auf eine Art. Ihr kommt aus Berlin, hast du gesagt, oder nicht? Genau. Ja, also wie gesagt, wenn wir jetzt nicht langsam Zahlungseingang sehen, dann sind wir quasi gezwungen, uns das Geld selber zu holen. Ich glaube... Und wieso ist das wichtig, dass wir da aus Berlin kommen? Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Nö, ich wollte es einfach nur sagen, weil ich glaube, wir sind in Berlin ganz gut connected. Ihr könnt euch vielleicht mal über den Namen Egno beschäftigen.
Chat, danke fürs Spoilern mit Eknu und Unge. Sehr stark. Auf jeden Fall zu Recht werden die Leute gepermabannt. Und ihr bleibt auch für immer gepermabannt. Braucht auch keine Umfrage mehr machen, dass ich euch entsperren soll. Wer spoilert, raus aus dem Chat. Ciao. Wir klären das. Also wie gesagt, bitte, dass sie uns erstmal das Geld überweisen. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ja. Die haben auch Großfamilie gemacht, Eknu, aber damit meint ihr eigentlich Unge. So. Und dann schauen wir. Dankeschön auf jeden Fall. So macht es auf jeden Fall Spaß zu regeln. Dankeschön, Jungs. Weiter, wenn nicht, dann sind wir uns halt eben gezwungen. Und das Geld selber zweimal verarschen lassen wir uns nicht. Das hat ja niemand vor, euch zu verarschen. Ich dachte, jetzt geht es um das im Telefonat darum, dass wir das inhaltlich... Emojit, nee, lass mal laufen, Digga. Ich filter jeden hier raus, der spoilert. Der wird dann auch nie wieder in meinem Stream dabei sein. Lass einfach drin, ist alles gut. Okay, also wie gesagt, checkt das bitte, dass das Geld ankommt. Wie gesagt, weil wir lassen uns langsam nicht mehr verarschen. Wenn nicht... holen wir uns das Geld selbst. Und ich muss aber zugeben, als ich das Video offline geguckt habe, weil ich es im Stream nicht geschaut habe, weil viele gespoilert haben aufgrund des Preises. Ich hätte es auch nicht gedacht, ne? Mit Eknu wäre ich auch nicht drauf gekommen. Weil das funktioniert so nicht. Ich glaube, wie gesagt... Ich verstehe nicht, worauf du hinaus möchtest. Was meinst du denn mit Geld selber holen? Das hört sich ja fast so an, als ob ihr irgendwo irgendjemanden vorbeischicken wollt, der irgendwie gewaltsam Druck ausübt. Nö, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dir nur gesagt, wir möchten das Geld haben. Wenn nicht, holen wir uns selber. Über welchen Namen sollte ich mich nochmal informieren? Eknu. Informiere dich über den Namen Eknu. Nicht schlecht. Wie schreibt man das? E-G-N-U. L Eknu. Alles klar. Werde ich mal recherchieren, werde ich mal durchlesen. Und okay. Kannst du mir Bescheid sagen, wenn das Geld an... Hier hat aber Marvin einen Kanakenfreund gebraucht, Digga. In Berlin gibt es keine Großfamilie, die L Eknu heißt, Bro. Also das ist sehr, sehr cringe. Alles klar. Ich dachte, als ich das Video offline geguckt habe, noch einmal, weil ich es im Film nicht geschaut habe, ich dachte an eine arabische Familie, ne? Wir hören uns. Schade, dass wir da zu keiner Einigung gekommen sind, aber dann ist das wohl so. Jo, ciao. Tschüss. Alter. Ich muss gleich mal Leon anrufen, also... Puh, der hat das ja echt abgekauft, also der hat das echt abgekauft. Ey, Eknu, er hat Eknu abgekauft. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Eknu. Jo, Digga. Ey, gut? Hey, der war anfangs, hat erstmal so geredet, so ganz normal sachlich, ne? So. Ja, wegen L. Digga, welche Familie heißt L mit am Anfang? El Pablo, Alter. So. El Chapo, alles klar, Bruder. Alles so besprochen, hab ich gesagt, du pass auf, wir holen unser Geld selber. Er so, nein, das Geld muss da sein, ich hol's mir selber. Und hab ich ihm gesagt, wir sind von Eknu. Ach, stimmt, Digga, Elsehen. Doch, das stimmt. Oh, jetzt war ich echt los, Digga. Eknu, wir holen uns das Geld, hast du mich verstanden? Hat ja. Du das geglaubt? Ja, dann er so, wie, wollt ihr euch jetzt das über Gewalttat holen und sowas, weißt du? So, über Gewalt. Ich so, uns kennt man, informier dich. El Eknu, er so, wird das geschrieben. Okay, Chat, wird das der Großfamilien-Quiz-Tag? Kriegt ihr einen Preis dafür, dass ihr jetzt alle Namen reinschreibt mit L? Wollen wir alle arabischen Großfamilien jetzt auflisten? Ich warte, Digga, wenn ihr fertig seid, sagt Bescheid. Ich mach wie in der Schule, Bruder. Wie so ein Lehrer so, der seine Dings nicht im Griff hat, die Klasse. Okay, ab jetzt, jeder, der weiter noch L reinschreibt, Permabans. Gnadenlos. Ich so, E-G-N-U. Ja, Bro, alles aufgenommen. Sieht man dich? Sieht man mich? Ja. Jo, Leute, schau noch. Ey, guck mal, wie das jetzt aufhört. Pass auf. Rudi, alle wegballern. Unglaublich, mal schauen, wie weit wir gehen können mit dem Prank, Alter. Auf jeden Fall ein bisschen Spaß muss sein, ihr wisst Bescheid. So, die erste Arbeit ist getan und dann muss ich nur noch auf das Video von dem lieben Herrn Wildhage warten, also den lieben Marvin. Also hieß es erstmal zurücklehnen, warten und die Show genießen. Irgendwann später. So, und schwuppdiwupp war das Video online und als ich das Video gesehen habe, dachte ich, wow, es wird ein mega Shitstorm geben und die Leute werden wieder reden. Naja, okay, das ist jetzt auch wieder ein Grund so, wo ich gefragt habe, warum hat er nicht früher hochgeladen? Digga, der ist Shitstorm sowieso gewohnt. Durch Mimi und sowas. Weißt du, ich meine, hat ihn gar nicht gejuckt, glaube ich. Hat er schon gut gemacht, Digga. Oder sein Team. Und die ganze parteiische Reaction-Szene wird sich wieder den Mund zerbabbeln. Und deswegen dachte ich mir, zieh ich die doch gleich rein mit ins Affentheater. Let's go. Schauen wir mal, wie die so reagiert haben. Ich habe nicht drauf reagiert, Mann. Wegen meinem Chat habe ich nicht drauf reagiert. Ich wäre auch sehr gerne im Video dabei gewesen. Ich kann nicht mehr. Dass das einfach funktioniert, ist so geil. Das ist so fucking geil. Bisschen Dings Gleitgel im Feld schmieren, Digga. Mit Kopf reingehen. Oh, oh. Kurz hops genommen. Aber ich hätte safe auch so reagiert, oder? Da war ich doch mal gut aus dem Schneider. Wir hatten gar keinen Bock. Ich möchte nur mal ganz kurz festhalten, was ist... Da hatte ich Glück, Bruder, Mack. Ins Gesicht geschmiert, auf ein Gleitgel. Komplette Bedrohung. Leon Mascher, mit was für Leuten arbeitest du zusammen? Der ist wahrscheinlich einfach nur in einem Clan. Ganz kranke Nummer. Bruder! Bug, ich hätte nicht gesagt, er droht mit Rücken da, sondern ich hätte gesagt, okay, er hat sich für Geld verkauft, ohne sich schlau zu machen. So, das wäre eine Message gewesen. Aber guck mal, alle haben eine babagroße Reichweite so. Und wenn einer sagt, oh, ich arbeite mit Clown, so, Bruder, nicht schlecht, Digga. Kranke Nummer, die Management, ganz kranke Nummer. Ach du meine Güte, was ist da denn?
Nein! El Ekno, wer ist El Ekno? Entweder würde Remo sagen, oder würde Miri sagen. Kennst du doch bestimmt. Dann kommen wir mit denen mal vorbei. Are you fucking kidding me? Ganz, ganz, ganz aggressive Weird-Champs in dem Management. Ganz komische Nummer. Dass Leo Marchel mit solchen Leuten irgendwie zu tun hat, ich weiß nicht, man. Das wundert mich ehrlich gesagt. Oh, Bruder! Back, ich fühle mich gut gerade. Ich wurde nicht geprankt, Bruder. Gut oder nicht gut? Das war Zeichen Gottes, Bruder. Unsere Community hat gewonnen, Chat. Wir wurden nicht hochgenommen. Wir wurden von ihm noch nicht hochgenommen. Wir nehmen hoch, indem wir uns distanzieren von dem Video. Geil. Sag nicht so krass. Wenn er das Video sieht, ich glaube, dann kommt die Familie Müller. Bedanke ich beim Chat, ja, an der Stelle, danke schön, Chat. Müller ist recht vorbei, oder nicht? Digga, das ist ein fetter Skandal. Scheiße, Mann. Bruder, was? Oh. Das ist sehr, sehr unseriös. Was ist das denn? Scheiße, Bruder, what the fuck? Marvin, Alter, Marvin legt sich echt mit den falschen Leuten, glaube ich. Ich habe Angst um den Jungen, wirklich. Ich habe so Angst um Marvin. Gottlos hops genommen. Die ganzen Reactions-Videos. Ah! Scheiße! Kam, fand ich schon so, okay, cool. Die Leute haben reagiert, egal ob Monte und... Wer waren alle? Digga, Bruder, eigentlich alle haben reagiert. Wir nicht, ihr Selemi. El Ekno. Ne, so fand ich cool, aber irgendwie war ich trotzdem nicht zufrieden. Vor allen Dingen enttäuscht war ich von einer Person und zwar von Unge, weil er nicht diese Reaktion gegeben hat, die ich erwartet habe. Und deswegen kamen wir wieder zu... Ja, Unge mag ihn nicht, Digga. Ich mag ihn auch nicht. Walla, ich mag ihn auch nicht. ...zur nächsten Phase. Ich mag ihn einfach nicht, Bruder. Einfach mit Fake Press hoch, ich mag ihn nicht, Bro. Aber er hat ein gutes Video gemacht. Also bis jetzt ist es ein sehr gutes Video. Er hat ein gutes Video gemacht, muss man ihm lassen. Und ich musste es ein bisschen rauskitzeln aus dem lieben Onkel, weil ich wusste, ich werde jetzt rauskitzeln. Wollt dein Statement zur Sache Hydro-Hype, Hydro-Hype, Skincare oder wie auch immer die Scheiße heißt? Oh, ist der sauer. Ist der sauer. Guckt euch mal, wie sollte man so sauer starten? Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe Marvin nicht geschrieben. Ihr braucht euch nicht auch drüber lustig machen mit Familie Müller und so ein Scheiß, Digga. Klärt das selber mit der Familie Elekno. Ich habe damit nichts zu tun. Oh, er hat den Namen geleakt. Oh, er hat den Namen geleakt. Das ist einfach Abu Chaka auf Wish bestellt. Digga, man Unge hat bekommen, aber man muss lassen, Bruder. Wir haben oft verteilt die ganze Truppe auf Leon drauf, allesamt, Digga, durch diese Mimi-Videos und so. Die haben ja sowieso, die hassen sich ja auch, ne? Aber er hat gerade mies kassiert, Bruder. muss man zugeben, Bruder. Muss man zugeben. Aber ich kann die auch verstehen, Digga. Ich wäre auch vielleicht drauf. Ich weiß nicht. Ich habe das Video nicht gesehen. Mit El Ekno. Weiß ich nicht, was in meinem Kopf abgegangen wäre. Ich weiß es wirklich nicht. Aber für die war es zu einfach, weil in YouTube Deutschland ist Leon eh abgeschrieben. Wisst ihr, wie ich meine? Aber sehe da, Bruder. Ein so ein Ding und du bist wieder back im Game. Ich weiß nicht, ob er durch das Video wieder back im Game sein wird, aber schauen wir mal weiter, Bruder. Oh Mann, ich weiß auch, wie der Name von dem Typen heißt. Ich weiß auch, dass es nicht Müller ist. Ich kenne alle Infos, Leon. Ich kenne alle Infos, aber du weißt, Bruder. Ach ja. Ach. Was denn für Infos? Ja, kennst du die? Oh, wusstest du, dass es die Familie ist? E-G-N. Oh, wow, Bruder. Walla, hätte ich ihm oder seinem Team nicht zugetraut, Bro. Auch sehr schwach von Unge, ne? Ich kenn den so richtig geblufft, Bruder. Er ist Blufferland. Ich glaube, wenn er seine Streams ausmacht, er geht Poker spielen, Bruder, bei Pokerstars. Ey, Bro, also das ist schon peinlich, Bruder. Das ist auch ein bisschen unangenehm gewesen gerade. Oh, Ekno. M-G-E. Oh, ist doch Pipi einfach. Geil. Alle Infos, aber du weißt, Bruder. Du. Was für Infos, Land? Scheiße, oh nein, ich bin mit der 50er-Bombe. Bombe! Aua! Ehren Xperit Jackson 5, Digga, aus Zonguldak. Mit einer 50er-Mutter-Bombe. Dankeschön, Bruder. Ich küsse dein Herz. Darf ich wie Monte reagieren, Bro? Es sind ja nur 50 mal 5. Mathematik on the fleek, Digga. 50 mal 5 sind 250 Euro. Kuss, Digi. Ehren Xperit, Kuss, Digi. Dankeschön, Bruder. Wir machen weiter. Nein, Bruder. Ich küsse dein Herz. Dankeschön, Bruder. Nicht selbstverständlich. Du weißt, wenn Ehren Xperit einen auspackt, Chat, ihr wisst ganz genau, wie er drauf ist, dann packt er richtig aus, Bro. Ich bin auch schon an seine Subs gewohnt, Bruder. Er ballert die raus wie sonst was. Kuss geht raus an den Bruder. Kuss, Digi. Das lassen wir auch auf jeden Fall in dem Upload drin. Allein Ehrenmenschen in den Chat. Und ganz großes Dankeschön, Bruder. Ich küsse dein Herz, ja? Wir machen weiter. Bedankt euch auch an die Leute, die den Sub bekommen haben.
Du weißt. Warum dreht Unge so durch, wenn es um seine eigene Familie geht? Du, das verstehe ich nicht. Distanzier dich von diesen kriminellen Drecksleuten. Dein Management ist einfach ein Haufen Scheiße. Nur weil du denen dann die Hälfte von deinem Cash abdrückst, weil die dir irgendwie Schutzgeld versprechen, weil du alleine Angst hast. Bruder, also das war ein Schuss in den Urgroßvaters Ofen. Durch Berlin zu laufen, Leon. Oh, das glaube ich ja, dass du die kennst. Beiseite mit deiner Großfamilie, Alter. Beiseite. Ich sag mal Großfamilie oder soll ich eher sagen Vater, Mutter, Kind? Oh, Bruder, wisst ihr, welche Reaktion ich hier drauf sehr gerne gesehen hätte von ABK selbst, Bruder? Da hätte ich mir gedacht, so, und ABK hat sich totgelacht gehabt, Bruder, glaube ich. Ich bin in der Großfamilie Leknu. Digga, deine Großfamilie, Digga, guck ins Puppenhaus, da ist eine größere Großfamilie, als du in Berlin hast. Weißt du, was mich abfuckt? Digga, das ist, so geht man nicht mit Menschen um, Leon. So geht man nicht mit Menschen um. Digga, dein Management hat einfach Marvin bedroht. Raffst du was? Dass du, Leon, weißt du, ich hab nichts persönlich gegen dich, aber jetzt muss ich mal einmal kurz Klartext sprechen, Leon. Ich sag dir was, wenn du ein Statement machst, dann sag ein Statement, dass du dich distanzierst von so einer kriminellen Scheiße. Steh mal deinen Mann und distanzier dich von so einer Clankriminalität, Digga. Geh mal zur Polizei und zeig die an. Ich hab schon vor einem Jahr, habe ich das gesagt. Aber jetzt, wo es an die Öffentlichkeit gekommen ist, solltest du mal zur Polizei gehen und solltest mal... Guck mal, um auch Unge ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ich weiß nicht, was die Diskrepanzen der Leon mit anderen Leuten hatte, okay? Und jetzt kann ich sogar ich kann sogar safe sagen, der Leon kann gerne diesen Ausschnitt von mir benutzen und mich auch hochnehmen wollen. Aber es gab auch Diskrepanzen mit anderen YouTubern damals, wo Leon auch in einen Laden eines Freundes gegangen ist. Und das ist keine Lüge. Damals kamen Videos online, okay? Er ist von einem Kollegen in Hamburg in den Laden gegangen, um etwas zu klären. Mit anderen Leuten. So, und ich glaube, Unge meint diese Leute. Weißt du, was ich meine? So, und das lassen wir so stehen und machen weiter. Und Unge ruht sich gerade darauf aus, weil er denkt, dass das diese Leute sind. Und deswegen hat er auch so auf Babbo gemacht, ich kenne die Infos und so. Weißt du, wie ich meine? Lassen wir so stehen. Ich kann den Namen nicht droppen, weil es der YouTuber selber sowas erzählen muss. Ich kann nicht über Probleme anderer YouTuber reden, weil es nicht meine Sache ist. Wir machen weiter. Diese Verbrecher anzeigen. Leon, das ist kriminell. Das hat auch nichts mit Spaß zu tun. Mit mir und dir, das ist alles so haha, hihi. Da muss ich einfach mal upgraden. Ihr habt das in der Hand, Leon. Du hast Connections zu diesen Großfamilien. Ah, da kriege ich Aggression. Sorry, da kriege ich Aggression. Da drehe ich durch. Da raste ich aus. Das war ja einfacher als gedacht. Das war doch herrlich. Aber ist euch da nicht was aufgefallen? Gehen wir nochmal zurück. Einer schreibt in den Chat, Unge ist immer noch reicher als mein Bundesland. Dankeschön für die Information, das hat uns sehr viel geholfen in dieser Reaktion und in dieser Argumentation. Ich küsse dein Herz. Chat, einmal danke in den Chat schreiben. Zu meinem Statement, war da nicht noch was? Hydro-Hype, Hydro-Hype, Skincare oder wie auch immer die Scheiße heißt. Wait a minute. So Marvin, gehen wir jetzt mal zurück zum Statement. Hast du mal überlegt, was das heißt? Wo ich dran vorbeigegangen bin? Hast du mal überlegt, was das heißt? Drehen wir das Ganze mal um. Nicht schlecht. Marvin, du Pisser, das ist erst der Anfang. Ich weiß. Das war einfach zu einfach. Ich dachte mir, warum merkt das keiner? Nach dem Statement gab's so viel... Weil er schon auf der Schattenseite von YouTube ist, Digga. Und man extra nicht drauf achtet, weil er sowieso auf dieser Seite ist, wo er ganz selbst so genommen wurde. Ich wäre auch drauf reingefallen, Bruder. Deswegen will ich mich nicht cool reden oder reinreden. Ich wäre auch drauf reingefallen. Ich hätte auch nicht gezoomt. Versteht da, was ist das? Hätte ich nicht gemacht, Digga. Die Videos auf TikTok. Gibt es einen YouTuber, der das so gesehen hat und gesagt hat, ey, das ist alles Bluff und so? Glaube ich nicht, oder? Wo die dann geschrieben haben, in den Kommentaren sogar, ey, was wenn Leon die alle hops nehmen will? Dann dachte ich, oh, scheiße, Digga. Noch nicht jetzt. Also nach dem Video und dem Skandal mit Leon Mascher und seiner Großfamilie El Egnu. Wollten die mich natürlich in die Show haben, die Show von Aaron, ne? Und dann dachte ich so, ja, für einen 20er bin ich dabei, aber das gehört ja natürlich auch zum Spiel, aber trotzdem, wenn die mir einen 20er geben würden, wäre ich trotzdem dabei. 20er, Bruder. 20 Mille für eine tote Reichweite, Bruder. Merkt ihr was? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Bro? Wenn wir jetzt kommt der abgehobene Talk, gucken wir mal. Hat er davor noch Videos hochgeladen? Ja, vor 6 Monaten, okay, doch, die Videos haben Aufrufe gemacht, ne? 6 Monaten, 4 Tagen, aufgrund dieses Hypes, okay, weil drauf alle reagiert haben. Gut, Digga. Ganz kurz, ich mach jetzt den Influencer-Boss. Sagen wir mal, ich bin kein YouTuber, ich bin Manager und ich möchte ein Netzwerk aufmachen, wo ich Leute mein Netzwerk nehme und ich errechne mir deren Wert. Er hat 500.000 Abonnenten und seine Bilder machen 20.000, 9.000, 13.000 Likes mit Dieter Bohlen. Also 20er ist er nicht wert, Bruder. Sag ich dir ehrlich. Ein 20er ist er nicht mehr wert. Vielleicht sind diese Follower noch da und die liken ihn nicht mehr, weil die nicht mehr feiern, aber haben den Follower da gelassen auf Ehre, so. Aber so gehypt ist er nicht mehr, Bruder. So für 500.000 Abonnenten, diese Likes, ist jetzt kein Dings für mich. So, er ist auch keine 5.000 wert, sag ich dir ehrlich. 2 Mille ist er wert. Ein Insta-Post von ihnen ist für mich 2 Mille wert, mehr nicht. Ich errechne es immer so mit meiner Reichweite. Wir machen weiter.
Genau, und dann habe ich mit einem von Aarons Redaktion telefoniert und dann habe ich halt unterschwellig herausfinden wollen, wie die Adresse lautet, ohne dass ich zusage. Okay. Wir können uns freuen, wenn das klappt. Wir schicken gerade los. Wir organisieren alles, genau, was wichtig ist und du sagst, ob du kommen magst. Okay, sauber. Ich sag dir nochmal Bescheid, weil das halt mega spontan ist, aber ich sag dir Bescheid, ja? Und dann hat er mir die Adresse genannt und ich... Ademo de la Rue, nee, lass mal stehen. Hast du ihn mal persönlich gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich dachte, okay. Das war eine gute Frage. Ich war kurz vor dich per zu meinem Bruder, sorry. Hamburg. Ich bin dann dahin, habe meine zwei Kameraleute mitgenommen und dachte dann, okay, wir warten. Entweder klappt oder es klappt nicht. Eine Chance. One moment, baby. One moment. So, Freunde, bevor das Ganze hier nochmal weitergeht, habe ich überlegt, kurz spontan meinen Nachbar angerufen, den Goki. Komm mal rüber hier. Was geht ab? Das ist der. Servus. Das ist der Goki. Der ist heute Familie in El Eknu. Du siehst auf jeden Fall schon mal brutal aus. Also, was sagst du? Die haben also meine Familie also sehr, sehr beleidigt. So, jetzt aber! Just Alarm Permaban, danke! Wie heißt deine Familie? El Eknu. Und was haben die zu dir gesagt? Müller. Okay, Müller. Und das geht nicht, Digga, Bruder. Und damit du noch brutaler aussiehst, damit das hier nochmal eine Schippe, Bruder. Jetzt bist du Familie Elekno, Bruder. Jetzt bist du Familie Elekno. Familie Elekno. Let's go. So, das ist jetzt die super Creme. Denkt ihr, ich habe das weggeschmissen? Noch lange nicht. Kriegt man das auf, Digga. Uff. Boah, das labert echt, Digga. Das ist original Kleidcreme, ja? So viel ungefähr. Egal, ich mach so. Jetzt werden wir sehen, was wir damit vorhaben. Wir haben wirklich ganz dreist direkt vorm Filmstudio geparkt. Direkt nach den nächsten Minuten kam doch der liebe Marvin. Oh, oh. Aus. Rede direkt, okay. Und jetzt. Alter, wieso beleidigst du meine Familie, ja? Hey! Boah, Bruder, okay. Jetzt wird's interessant. Ich rede mit dir. Also, weißt du, wie wir sind? Wir sind die Elektro und nicht die Müller. Das gibt's doch wohl nicht, Alter. Du weißt doch nicht, wie du dich anlegst. Marvin! Es ist nur ein Prank, Marvin, hey! Marvin! Hydro, Baby! Er haut ab, Bruder! Und jetzt sind wir wieder da, wo ich sein wollte. Guck mal, er sagt doch, es ist ein Prank. Warum hat er davor dann noch ein guck mal, jetzt! Stopp! Der Spekulateur! Egal, ob ihr das Video schon gesehen habt, der Spekulatius, Digga. So, warum kam dann das Video trotzdem davor online, wenn er doch da sagt, es war ein Prank? Weil er sein Video nicht aufopfern wollte? War Marvins Video für ihn wichtiger, dass er von Leon noch später gefickt wird? Ja, war es. Es war ihm wichtiger, er wollte sein Upload bringen, obwohl er wusste, er wird hier sogar geprankt. Das ist meine Spekulatius, Digga. Wir machen weiter. Abgehauen, ne? Er haut ab! Er hat aber auch gesagt, dass es ein Prank war. Abgehauen, Bro. Das ist danach. Okay. Das ist danach? Es muss doch in diesem Prozess gewesen sein, oder? Ach, der Spekulatius-Boss ist alt geworden, Bruder. Er ist direkt abgehauen, ey. Hatte der Angst direkt, oder was? Ja. Echt jetzt? Ja, und dann ist der liebe Marvin rausgekommen, ein Familienmitglied. Nach dem Upload, okay. Es war wohl nach dem Upload, okay? Oh, ich bin auch verwirrt, Digga. Von Unge hat er gesehen, wie er auf ihn zuläuft. Er ist direkt in das Auto reingestratzt und ist weggedüst. Ich wollte noch dazwischen, sodass er denkt, okay, Leon, es ist chillig vielleicht. Aber der hat nicht aufgemacht. Einfach weggedüst, Digga. Meine Güte, die haben einfach die Schiebetür zack zu, losgedüst. Hab also echt Angst, ne? Und ich frag mich, wie das Ganze von innen ausgesehen haben muss. Alter, wieso beleidigst du meine Familie, ja? Fahr! Was denn? Nu! Gib Gas! Elektro! Was für ein Fake Prank! Ja, okay. Das ist unangenehm. Fahr weiter! Hilfe! Kurze Zeit später kam dann auch schon Aaron auf den Balkon. Und dann dachte ich, jetzt ist mir der Praktikant jetzt schon entwischt. Ich will den Chef höchstpersönlich pranken. Runter mit dir! Wieso beleidigst du meine Familie, Mann? Wir sind nicht die Müller! Wir sind die Elektro und nicht die Müller! Komm runter, ey! Was für Müller, wir sind Elektro, ja? Ey, komm runter! Lass mal ein Foto machen! Ich bin Fan von dir! Was höre ich denn da? Du beleidigst also unsere Familie? Ach, die machen noch weiter, Bruder? Das ist gerade Spaß! Mein Gehirn, ich bin zu alt, Bruder! Wir sind nicht die Müller! Ich hab damit nichts zu tun! Elektro! El Eknus. Ja, wie wird's denn geschrieben? Ich hab damit nichts zu tun, Digga. Aber Leon, warum kommst du nicht zu uns in die Sendung? Sagst, aber warte mal ganz nein, kurz. Nein, und sagst, warum fährt Marvin gerade weg? Wo ist er? Nee, weil der nach sag mal, Berlin der soll zurückkommen. Nee, der muss nach Berlin. Also, Leon, warum kommst du nicht einfach in die Sendung? Wann denn? Ja, jetzt nächste Woche kriegen wir hin, oder? Ein 30er muss da drin sein. 30er doch nicht. Nein, das ist doch mein Manager. Das ist nicht dein Manager. Ich kenne deinen Manager vom Bild. Das ist er. Das ist nicht dein Manager vom Bild. Aaron kommt runter
Er noch immer. Brain AFK, Bruder. Habt ihr gerade gesehen, wie krass Brain AFK ich war? Ich hab jetzt erst gerade gemerkt, wie tot mein Gehirn gerade war. Ich war einfach so. Ach, bäh. Voll im Film, glaubt noch immer diese ganze Geschichte mit L.A. Knu, mein Management und den ganzen Kram. Und ich denke, okay, bleib bei der Geschichte. Und auf einmal hat der Marvin wieder zurückgepfiffen. Zack, war der da. Er hat doch L.A. Knu gesagt, ich hab Müller gesagt. Nee, das... Doch, ich hab immer Müller gesagt. Ich leg alles drauf, Bruder, du musst meinen Ruf retten. Komm, lass mal alle ein Bild machen, Bruder, gut ist, Digga. Leon, kommst du nächste Woche zu Gast? End, komm, ja, lass checken, komm. Rami muss auf jeden Fall safe neben mir. Und ich dachte mir, jetzt oder nie, meine Finger waren schon feucht. Aaron neben mir, Marvin neben mir. Beiden Nackenklatsch oder was? Mir wollte das beides ins Gesicht schmieren. Das wäre der Höhepunkt des Pranks, des XXL-Pranks. Aber dann ist mal Aaron weggezuckt und ist rüber. Hier, Digga. Ach, ich glaube, er hat's gecheckt. Aber ich will hier, dass du neben mir kommst, Bruder. So, winken wir. Richtig auf einmal. Nee, ich mach das nicht. So, Lehrer, so. Nee, das finde ich jetzt nicht okay. So, und sag, Leon, sag mal, du kommst mit Familie Erlecken und nächste Woche ins Studio. Und hab dann einfach mit beiden Fingern Marvin eingecremt. Sag noch Pipi Kakasidel. Sag es. Pipi Kakasidel schmeckt super. Herrlich. Und? Mami ist wieder ganz rot geworden. Wie ist die Konsistenz so? Bist du überzeugt davon? Gleitet die gut über deine zarte Haut? Über deine zarte, kostbare Haut? Mensch, konnte dich die Qualität überzeugen? Könntest du für dein eigenes Produkt werben? Sag es. Könntest du. Sag es. Das ist cringe, Bruder. Dieser Dings muss nicht sein. Eine Erd schon, Bruder. Das ist, was ist das? Das ist cringe, Bruder. Sag es. Könntest du. Ey. Fühlt sich auf jeden Fall fresh an. Eigentlich wäre die Sache gegessen, aber ich war noch nicht ganz zufrieden. Ich musste noch den Chef höchstpersönlich bekommen und der hat mich die ganze Zeit vollgelabert. Aber ich wollte den Prank noch durchziehen. Ich habe meine ganze Kraft zusammengeballt und schließlich habe ich es gemeistert. Ich habe es geschafft. Juhu! Und sag bitte, dass du schon mit meiner Schule. Ey, wisst ihr, was das Ding ist? Aaron weiß nicht, was abgeht, Digga. Marvin weiß auch nicht, was abgeht. Aber El Ekno weiß, was abgeht. Das ist das Ding. Ja. Also, ich sag's nur, nicht mit der Familie El Ekno, sonst... Hast du keinen besseren bei Kompasen.de gefunden? Oder er ist der Beste, das ist mein Nachbar. So Leute, eins will ich noch loswerden. Ich bin schon enttäuscht an die ganzen Leute, die dann gesagt haben, ey Digga, das passt zu Leon, Leon ist in der Großfamilie. Nein, ich bin in keiner Großfamilie. Wenn ich irgendwo abdrücke, dann ist es am Papa-Staat. Ich feiere solche Unterdrückungsfilme auch nicht. Man sollte sich davon distanzieren. Deswegen... Alles klar, Digi. Gutes Video von ihm. War zum ersten Mal, dass ich einen Daumen runterlasse, weil ich 30 Minuten lang entertained wurde und selber daraus Content kreieren konnte. Deswegen bedanke ich mich für diesen Upload. Und ja, dann gucken wir mal weiter, ob er noch weitere Videos drehen wird. Er hat die Szene schon ein bisschen hochgenommen, Digga. Was heißt bisschen? Er hat das schon gut gemacht, Digga. Muss man ihm lassen. Wenn ihr wollt, dass ihr auf weitere Videos... Mann, auf Leon habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, so. So, ich wollte das mitnehmen, bis denn, das reicht. Ihr könnt aber trotzdem den Kanal abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen und dann jetzt nur wieder. Okay, tschüss.